Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Modern Warfare 2 Live Commentary. Ja! Heute mit meiner coolen Ray-Ban Sonnenbrille. Und der verdammte Harry ist in der Luft. Ich bin nämlich gerade reingejoint. Mamma mia, quando ria. Endlich verpisst dich, die Scheiße. Live bei euch! Wow! So viel Scheiße aber auch. Wie soll ich hier bitte schon losgehen, ohne zu sterben? Ich weiß es nicht, Alter. Verdammt. Da befindet sich nur Scheiße im Himmel. Ich würde zwar gerne aufholen, aber das wird schon eine kleine Herausforderung. Ich höre jemanden. Kommt der hier rein? Ich weiß gar nicht. Ich höre auf jeden Fall irgendjemanden. Ja, da hinten. Nein! Oh, der Payflow. Wow. Ich würde so gerne aufholen, Leute, aber das wird sehr, sehr schwer sein. Weil ich einfach keine Chance habe mit diesem scheiß Payflow hier. Verpiss dich! Verpiss dich, du Wichser! Mama mia! Lass mich doch nur aufholen! Er hat 17 verdammte Kills. Mir scheißegal, ich sehe ihn gerade gar nicht. Liegt auch vielleicht ein bisschen an meiner Sonnenbrille, aber die ist cool. Das ist... Ja, gib mir die MP5. Das ist richtig. Ich liebe die Waffe. Im Nahkampf ist das ein Biest, Alter. Im Nahkampf ist es ein Biest, Leute. Ja! Danke! Endlich sind die Scheißgeräusche weg. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Pass auf. Jetzt geht's los. Ich höre jemanden. Von da. Du musst sterben. Da ist jemand. Er ist am Geschütz da hinten. Da hinten gibt es ein Geschütz. Der aktiviert seine Dings da einfach im Stehen mitten auf dem Feld. Ein sehr schlauer Kerl. Gott, ist der Ton gerade laut bei mir. Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, hier als nächstes einen Road to Commander zu machen. Ich verstehe zwar nicht, was er da genau tut, aber ist mir auch scheißegal, um ehrlich zu sein. Da befindet sich jemand. Den holen wir mal kurz ab. Läuft bei dir auf jeden Fall, mein Freund. Ich höre leider keine Schritte. Aber ich bin so oder so ziemlich gut in dem Spiel. Deswegen muss ich auch gar keine Schritte hören. Gut, den habe ich gehört. Ich gebe es zu. Predator, vielen Dank. Ich habe leider keine höheren Killstreaks dabei. Ist leider schade, aber geht mir am Arsch vorbei. Weil ich so oder so gewinnen werde. Verdammt. Hier eine Septex. Als Geburtstagsgeschenk. Er will sie nicht annehmen. Verdammt. Wow, ich will die. Nein, nein. Oh, das hat weh. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das hat richtig weh, diese. Nein. Nein. Gott, mit Messern habe ich es so mal gar nicht drauf. Okay, Predator. Mal sehen, wen wir bekommen können. Diesen kleinen verdammten Camper. Du hast verarscht. Ich hol den Camper. Was? Ich weiß nicht, wie ich den nicht bekommen konnte. Gib mir die Aufklärungsdrohne. Los, schneller, schneller, schneller. Übrigens, ich habe das schon gerade erwähnt, aber ich denke, dass ich jetzt schnell in Vergessenheit geraten. Ich mach mal kurz ein bisschen leiser den Ton hier, weil er wesentlich zu laut ist. Wow, Munition läuft bei mir. Ein Road to Commander hier in MW2 zu machen. Jetzt kommen natürlich die ersten Kommentare mit nö und so. Aber eine coole Idee vor allem. Wir mit unserer gemeinsamen Macht, Leute, mit unserer Macht. Sag mal, ich frag mich eigentlich, von wo er eigentlich diesen Harry immer bekommt. Es kann doch nicht sein, dass hier alle so gut sind. Kann ja gar nicht sein. Ey, vielen Dank fürs Unterschießen, mein Freund. Komm, wir... Oh, noch sechs... Oh, verdammt. Nur noch so wenig Sekunden. Ich würde ja gerne aufholen, aber das wird super, super schwer, Leute. Ist super, super schwer. Ja, ich glaube, das werde ich nicht mehr schaffen. Einfach aus der Tatsache heraus. Weil er so viel führt. Und ich nur noch 30 Sekunden Zeit habe. Dann habe ich noch ein paar Reflexen geholt. Da hinten ist jemand. Wo ist er? Komm her. Du wirst eh nicht gegen mich gewinnen. Das weißt du auch. Wow, ja, jetzt wirst du vielleicht gewinnen. Jetzt will er mich so holen. Ja, habe ich doch gesagt. Was? Was ist? Was? Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wie habe ich gerade den zweiten Kill bekommen? Und von wo kommt die ganze diese Harrier? Sag mal, boosten die hier oder sowas? Kann mir das jemand sagen, ob die hier boosten? Ich weiß es nicht. Es scheint für mich so, als... Hier boostet doch irgendjemand. Hier boostet doch irgendjemand. Das sah so aus, als hätte jemand geboostet. Weil ich mir ernsthaft nicht vorstellen kann, dass er... ja... Mal gucken. Ja, 2 zu 15. Ich glaube, die haben geboostet miteinander. Dann würde ich mal sagen, dass wir in derselben Lobby einfach mal bleiben. Sorry, sorry, sorry. Die Aufnahme wurde ich gerade abgebrochen, leider. Aber hoffentlich geht es jetzt ganz normal weiter. So, mal sehen, was wir dieses Mal nehmen. Was habe ich denn hier? Habe ich vielleicht einen Rotpunkt? Granatenwerfer leider nur.
Das ist natürlich mal sehr, sehr schade. Wir können auch gerne die OMP nehmen, wenn ihr gerne wollt. Das war einer der stärksten Waffen hier in diesem ganzen Game. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sie zu nehmen, weil sie einfach ein Biest ist. Ich überlege, vielleicht sollten wir auch mit der Spass ein Video machen. Road to Commander in MW2, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Alles, was ihr hält, erfüllt. Ich hoffe auch übrigens, dass man ja in der Aufnahme jetzt alles sieht, weil es kurz abgebrochen ist, weil ich kurz was falsch gemacht habe. Und ich würde sagen, Leute, dass wir jetzt diesmal richtig gewinnen werden. Aber so richtig gewinnen werden. Diesmal auf Absturz, was ein kleiner Zufall ist gerade. Absturz und Verwuchert, die zwei Maps, die wir gespielt haben. Die sind beide von COD4. Beide von COD4. Ich schaue euch gerade an, falls ihr meine Augen nicht seht. Also bitte schaut mich auch an. Danke. Gut, wir nehmen diesmal die OMP. Obwohl, ne, lass uns die Farmers nehmen, weil mit der können wir dann Schalldämpfer freischalten. Wow, nicht schlecht. Aber gut, Quickscope ist sowieso einfach hier. Sollten wir auch mal übrigens wieder machen. Quickscopen war hier einer der besten Scopesen. Scope, keine Ahnung. Sind wir Drogen? Das wusstet ihr bereits. Ich glaube, ein Sniper ist nach oben gegangen. Ich werfe mal den Semtex nach oben. Verdammt, ich wurde angeschossen. Aber richtig angeschossen, das hat weh. Das hat gerade richtig weh. Nein! Wow, ist das denn ernst? Alter Schwede. Hab den gar nicht gehört. Ich hör mich selber nicht. Das ist immer so ein kleines Problemchen. Vielen Dank. Was hast du hier? Ja, Ta! Yay! Ich liebe die Ta. Ich habe dich gehört, mein Freund. Du brauchst gar nicht versuchen, dich von hinten reinzuschleichen. Nein! Ich kenne ihn noch wenigstens. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, von wem ich getroffen wurde. Oh, Aufklärungsdrohne, vielen Dank. Vielen Dank, das ist das, wovon ich rede. Road to Command MW2, sehr, sehr gerne, Leute. Sehr, sehr gerne. Auch wenn das Spiel schon ein bisschen älter ist und auch nicht das Neueste. Aber wisst ihr, was ich glaube? Mit unserer Macht, ich rede jetzt von der Macht wie in Star Wars, können wir das Spiel wieder zum Leben erwecken. Das wäre richtig geil, Alter. Boom, Bitch. Das ist richtig, du kleiner Camper. Missgeboten Camper. Oh, verdammt. Oh mein Gott, das war eine knappe Geschichte. Mann. Oh, wow. Alter Schwede, ich weiß gar nicht, von wo der kam. Ich habe nur scheiß Killstreaks dabei. Nur scheiß Killstreaks, die meine Zeit vergeuden. Weil so Vorräte sind ultra, ultra scheiße. Ja, ich denke nicht, dass mich hier jemand wegholen kann mit der überpowerten Farmers. Der Schütz, das ist das, wovon ich gerne rede. Vielen Dank. Ich glaube, ich werde mein Geschütz gleich hier hinpacken. Hoffentlich kommt niemand. Aber ist eigentlich ein ganz guter Spot, weil hier viele spawnen. Obwohl ich mein Geschütz... Ich habe noch nie ein Geschütz so wirklich mitgenommen, deswegen keine Ahnung. Und wenn ich erstmal Ninja habe, hier hört man nämlich die Schritte so gut, ohne Scheiß. Ihr braucht nicht mal ein richtig professionelles Headset. Das Einzige, was ihr braucht, sind Kopfhörer. Ernsthaft. Den Sound ein bisschen lauter machen und gib ihn. Gib ihm. Von wo? Ich sehe gar nichts, Alter. Er ist runtergesprungen. Wow, was zum Teufel? Was versuchst du da? Oh, Alter. Beruhig dich mal. Mama mia. Ich sehe ihn gar nicht. Hier, jetzt kann ich euch mal die Reichweite des Spaß zeigen. Ja gut, das war jetzt nicht die Reichweite, aber... Ich zeige euch die mal. Sie hat so eine Reichweite, diese verkackte Waffe. So OP. Ja. Diese Waffe ist einfach so OP, kann ich euch jetzt schon sagen. OP-ste Waffe im ganzen Game. Komm schon. Verdammt, ich bin tot. Ja. Ich find's immer so witzig, wenn man weiß, dass man sterben wird. Einmal bitte Predator. Vielen Dank. Und töte bitte diesen verdammten Sniper. Ich dachte, das wäre ein Doppelkill. War es dann leider doch nicht. Vorräte. Vielen Dank. Jetzt mal sehen, was da drin ist. Da ist ein Sniper. Komm, zeig dich. Verdammt, ich hätte dahin zielen müssen. So, mal sehen. Konterdrohne. Läuft bei mir. Bei mir läuft richtig. Ich bin der größte Laufer der Welt. Da einer kämpft wieder oben. Ich mag es da oben nicht hinzugehen. Und dieser Spot, wow. Wo ist er? Einer, auf den der killt alle von oben jetzt gerade. Alter Schwede, dieser Wichser. Ah, von hier. Ja, er hat seine PP rausgeholt. Kann ich euch auch mal zeigen. Weiß nicht, ich denke, die meisten kennen das Spiel bereits, aber... Ey, so ein Sprung, ne? Man hört richtig, wie die Knochen brechen. Das ist so witzig.
Nicht mich bitte, da oben campen auch richtig viele. Ja, also ihr seht schon. Wir nehmen alle Drogen. Hier, nimm das. Weiter will ich mich auch gar nicht mit dir beschäftigen. Du bist es gar nicht wert, du Penner. Hör auf zu campen, da können wir weiterreden. Ah, das war sehr schlecht. Ah, mein Aiming war da sehr, sehr schlecht. Einmal bitte für dich. Wow, schon wieder derselbe Typ. Mann, Mann, Mann. Das ist der Nacht. Ja, wow. Und noch einer. Alter Schwede, kennen die sich oder sowas? Ich frage mich, ob die sich kennen gerade. Weil das schon richtig krass ist. Wow! Live bei dir, du Wichser! Oh, ich hasse diese Newtubes. Die waren hier so überpowered. Aber gut, ich denke, daran hat man sich schon gewöhnt. Ich habe auch nicht Spaß, ne? Stimmt, das war ja hier so OP. Hoffentlich hat er keine Claymore hier platziert. Wow! Durch die Wand, verdammt. Okay, bis jetzt läuft es nicht ganz gut für mich. Ich hoffe, ich würde aber trotzdem gewinnen. Das wäre sehr, sehr schön für mich. Wow! Puh. Endlich. Oh, ich bin leider kein Host geworden. Wow. Wow, Alter, ich kann es nicht glauben. Was? Ja, nächste Runde werde ich damit ausspielen, du Pisser. Da wollen wir mal sehen, Alter, wie stark diese Sachen sind. AK! Oh, die ist geil. Ich liebe die AK. Beste Waffe hier im Game. Nicht Spaß, die Farmer ist die beste Waffe im Game. Da kommt einer, da kommt... Wow, ernsthaft? Mann, ich krieg gar keine Kills mehr. Was habe ich? 12 Tode. Ich mache das jetzt, damit ihr euch auch einen Eindruck verschaffen könnt. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Wie es sein wird. Warte mal. Ah, verdammt, da ist einer, ne? Da ist einer, überall ist einer. Was? Ich habe ihn getroffen, das habt ihr gesehen. Ich habe nur 3 Striche, wahrscheinlich deswegen. Aber ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Penner, Alter. Das geschieht dir recht, du Wichser. Da ist alles kaputt in diesem Laden dort. Ich hab keine Ahnung, wie ich die alle bekomme. Wow. Gib mir diese scheiß Aufklärungsdrohne. Hab keine Ahnung. Es laggt so komisch und dann... sterben die, wenn ich es meistens gar nicht erwarte. Das ist so witzig. Achtung, feindliche Aufklärung. Das letzte Game müsst ihr euch mal ansehen. Das heißt, mein erstes Call of Duty habe ich auch hochgeladen. Das war so krass, Alter. Ich habe so geil aufgeholt. Schaut euch mal, wie bepowered die Farmers ist. Er hatte keine Chance. Nicht mal annähernd eine Chance. Genau wie er. Und bitte der Nächste. Da hinten ist der Nächste und da hinten... Alter Schwede, geht hier gerade die Action ab. Wow. Ah, ich sterbe hier aus so komischen Gründen, ernsthaft. Aber das ist normal in dem Game. Ich muss es ein bisschen mehr zocken, glaub mir. Dann komme ich wieder rein. Aber gegen die Noob-Tubes, da könnt ihr einfach gar nichts hier machen. Wow, das war eine knappe Geschichte, mein Freund. Komm schon, töte jemanden. Ich campe mal hier. Ich will mal einen richtig campy Killcam haben. Mal sehen, wie das aussieht. Was sie sich wohl denken müssen. So, so campt ein Camper. Das war der beste Camper-Spot ever. Pass auf, pass auf, pass auf. Wie das in der Killcam aussehen wird. Warte, ich muss ihn sehen. Ah, er geht, ich glaube, nach oben. Verdammt. Beste Killcam ever. Oh yeah. Ah. So. Und wir haben die Half freigeschaltet. Sag mal, wie lange nehme ich schon auf? Schon ein bisschen länger, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich überlege mir gerade, ein bisschen länger das Video für euch zu machen auf Trailer Park, eine ultra geile Map. Ich schau mal kurz, ob ich was für die Waffe freigeschaltet habe hier. Das haben wir übrigens frei. Rotpunktvisier. Ja, Mann. Geil. Ich spiele mit der Vase Danny. Wisst ihr was? Ich mache heute mal ein bisschen längeres Video. Dafür könnt ihr auch ruhig einen Daumen nach oben geben. Wo wir nochmal auf Trailer Park spielen. Ich habe gerade Lust, ich weiß nicht. Ich habe übrigens hier Performance dabei. Ich hoffe, euch stört es nicht, weil ich peisse nebenbei.
Ich würde jetzt gerne mit der UMP eigentlich spielen, weil die UMP richtig geil ist hier, einer der besten Waffen im Game. Aber, was ich euch auch zeigen würde gerne, ist die SKH. Auch eine super, super geile Waffe. Ich nehme die mal ohne Aufsatz. Und übrigens, meine Lieblingstarnung ist die hier. Wo habe ich die? Das ist meine Lieblingstarnung. Die roten Tigerstreif und die Fall. Das war so geil, Leute, damals. Ihr müsst einfach nur Headshots bekommen, mehr nicht. Ihr einfach nur Headshots bekommen. Ich habe hier, ja, Fängerfertigkeit, Feuerkraft natürlich, wie immer. Und ruhige Hand. So würde dann ein Road to Commander hier aussehen, wenn wir das machen würden. Ihr hört mein Gekauer, ne? Auf ein weiteres Game. Yeah! Trailer Park! Ja, Mann. Frei für alle. Okay, ich will mit der OMP. Ich will nämlich Schalldämpfer für diese Waffe freischalten. Oder mit der SKH. Oh Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Ich würde gerne mit allem auf einmal spielen, irgendwie. Aber es geht leider nicht. Eine sehr, sehr geile Map. Eine neue Map aus dem Map-Pack in MW2 war das damals. Sehr spaßige Map, muss ich sagen. Mit einer sehr, sehr geilen Waffe, die allerdings sehr, sehr wenig Munition nur hat. Hab jetzt schon mal die Hälfte meiner Munition verschwendet. Plünderer und Magazinerweiterung sind für diese Waffe quasi auch Pflicht. Ja, ihr könnt halt quasi nur dreimal richtig nachladen. Dann ist vorbei. Ich nehme mal kurz seine Waffe. Oh, der hat nur Spaß, verdammt. Ja, Spaß ist hier nicht die beste Waffe. Wow. Alter Schwede, der Pisser. Ich weiß gar nicht, was er denkt, wer er ist. Er hat sich gerade selbst begangen, aber ich habe zum Glück den Kill dafür bekommen. Läuft bei mir auf jeden Fall. Das Ding ist, ich kann nicht mal vernünftig, hundertprozentig gut spielen. Weil ich kein... Verdammter... Oh mein Gott. Hä, da... Was? Ich hab den nicht mal gesehen. War ich blind auf der Karte? Ich schaue so oft auf die Karte. Ja, ich wusste es. Ich wusste, dass er von da kommt. Hab zwei Leute gehört. Yeah, erledigen sie zwei Gegner durch Hindernisse für... Ja, keine Ahnung, für Patronenschaden, genau. Dann müsste hier lang kommen. Manchmal versuche ich vorherzusagen, wo die Gegner lang gehen werden. Tja, deine Claymore hat mich nicht umgebracht, du Pisser. Was denkst du, wer du bist eigentlich, du kleiner Camper? Ich bring dich um, du Bastard. Mann! Gott, diese Scheiße! Mann! Ja, so wird das Road to Commander aussehen. Für mehr Geschreie abonnieren, kommentieren und favorisieren, bitte. Auf jeden Fall, dann kriegt ihr so viele Geschreie, wie ihr wollt. Wow, ist unglaublich manchmal hier in dem Game. Kann man manchmal gar nicht glauben, wieso man das überhaupt spielt. Das ist nicht ich! Fuck. Mit seiner Vektor. Harrier, von wo? Von wo? Der eine hat 9 Tode, boosten die wieder. Ich glaube, die boosten wieder. Ich weiß nicht, von wo. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt in dem Moment besser sein kann als ich. Von wo? Wer zum Teufel ist so gut? Niemand ist so gut. Hier, 11 zu 6. Wow, wahrscheinlich der Camper-Pisser hier. Komm her, du Bastard, Alter. Kann euch jetzt schon sagen, ja, gib mir deine scheiß ACR. Oh, verdammt. Hoffentlich kommt keiner, während ich die Aufklärungsdrohne hole. Okay, der Typ hat Störer. Störer war das nutzloseste Perk, was es hier jemals in COD gab. Einfach aus der Tatsache, dass wenn du Störer dabei hast und du dich neben einem Gegner befindest, dass sein Radar nicht mehr sichtbar ist. Das klingt natürlich gut für den Anfang, aber dadurch wissen die Gegner natürlich, dass ein Gegner in der Nähe ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Die wissen, dass ihr in der Nähe seid. Wow, die M4 auch eine geile Waffe. Ich mochte die M4 immer. Die gibt es ja auch immer noch, so eine ähnliche Waffe zumindest. Ja, jetzt hole ich langsam auf. Wir können dann auch gerne auf Atombombe und sowas spielen. Ist nicht gerade schwer hier, wenn man gut ist. Aber das sind wir alle, stimmt's? Komm her, du Pisser, das ist richtig. Ich glaube, der hier spawnt auch einer. Manchmal spawnt die hier, glaube ich, sogar. Ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern. Wow! Habe ich gehört, aber ich wusste nicht genau, von wo er kommt. Mal sehen, welche eliminieren kann. Ja, wieso nicht? Verdammt, das war schlecht.
Ja, sobald ihr die Predator einmal startet. Von echt. Was genau ist sein Ziel? Kann mir das einer erklären? Ich würde gerne seine Ziele. Wow! Gib mir meine Scheiß! Kiste! Verpiss dich, du Pisser! Meine Kiste! Ja, verpiss dich! Gib mir die Scheiße! Vielen Dank! Ich brauche gar nichts dazu zu sagen. Ja. Ich wusste es schon. Ich wusste, dass ich sterben werde. Ja, ach, der hat eine Harrier. Wie das? Kann mir bitte jemand sagen, wie er diese verfickte Harrier bekommen hat gerade? Kann mir das bitte jemand sagen? Kann die jemand zerstören, dieser verfickte Harrier? Wow. Ach, ich kann nicht glauben, Alter. Ich kann es nicht glauben. Das ist gerade so richtig random. So richtig random, dieses Game hier. Oh mein Gott, wenn ich davon Road to Commander mache, dann gibt es so Rumgeschreie. Und dieser Pisser, der macht mit seiner scheiß Harrier die ganze Zeit Kills. Weil solche Sniper hier, sowas hier, einfach rumstehen. So nach dem Motto, bitte töte mich, Harrier. Mein Leben hat sowieso keinen Sinn mehr. Ah, dieser, das ist dieser Krusty Ninja, glaube ich. Schon wieder! Schon wieder eine Harrier! Läuft bei den Gegnern! Wahrscheinlich kriegt der eine gleich noch einen Nuke oder sowas. Kann ich mit euch wetten? Pisser! Stirbt, scheiß Krusty Bitch. Ich eliminiere mal jetzt den letzten Kill mit seiner Waffe hier. Das wird der letzte Kill sein. Hab ich doch erzählt. Ich meinte das. Wow! Wow, 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 wow. Alter Schwede. Was für Pisse aber auch. Manchmal, ernsthaft, das kann nicht wahr sein. Ich habe 17 Tode in MW2. Dem Call of Duty, wo ich eigentlich am besten bin, weil ich es durchgesuchtet habe. Verpisst euch einfach. Ich komme nie wieder da rein. Oh, sorry Leute, aber es ist wirklich schrecklich, wenn man weiß, dass man manchmal stirbt. Was das Geile ist, ich kann einfach die Augen zuhalten, ihr merkt gar nichts. Weil wenn ich müde bin, kann ich einfach so mit euch reden, das ist voll geil. Ich glaube, ich werde es jetzt einfach so immer sagen, einfach auch im Winter oder sowas, keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei meinem MW2 Live-Commentary, checkt meinen ersten Part aus, der befindet sich in der Beschreibung. Das war mein erstes Call of Duty, so wurde es betitelt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, auch gerne Road to Commander, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Außerdem könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr davon ein Road to Commander sehen wollt, wo ich von Level 0 bis zu Level 70, glaube ich, gibt es hier. Es würde also, ich denke, sogar länger dauern als in anderen CODs. Mit euch spiele und das bei jedem Spiel live. Es wird viele Aufreger geben, kann ich euch jetzt schon sagen. Ihr habt ja gerade das Spiel gesehen, wie er mit seiner YouTube, der die ganze Zeit in diesem Haus gecampt hat und nicht wusste, was er mit seinem verfickten Leben anfangen soll. Sorry, aber das ist die Wahrheit. Aber gut, das Spiel ist halt schon ein bisschen älter und ich denke, da werden viele Aufreger dabei sein, aber ich nehme es ja in Kauf. Genau, und dann werde ich dich im nächsten Video wiedersehen und sage wie immer nur noch 3, 2, 1, tschüss.